Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zelda. Wir befinden uns in der Ranel-Wüste. Ja, schauen wir uns mal um. Die ist recht groß. Wir können uns die Bodenbeschaffenheit angucken. Wie man sieht, ist hier alles nicht ganz sicher. So. Jo. Da haben wir schon mal einen Kaktus, den machen wir platt. Okay, man muss aufpassen, dass man nicht selber getroffen wird. Na gut. Aber gab jedenfalls schon mal was ab. Das ist schon mal gut. Gut. Oh. Okay, die rennt ja ganz schön auf einen zu. Mach sie jetzt nochmal. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Ich hab gar nichts. Da oben ist ein Eingang irgendwie, ne? Sollen wir da reingehen, gucken? Was da gibt? Okay, da kommen wir noch nicht rein, okay. Aber ich bin hier längs. Nicht gegen mich, okay. Komm, wer, aber kommt nicht zu mir hin, da jetzt. Ja, relativ einfache Gegner, wenn man sich natürlich nicht treffen lässt von denen. Da kommt nichts raus, okay. Gar nicht. Ich dachte, man kann da irgendwas machen, aber das kann man anscheinend nicht. Oh. Das sind ein paar Käfige. Und hier können wir wieder Bomben reinfallen lassen. Ah, das treibt es an. Okay, müssen wir von der Kante aus machen. Das ist die Frage, von wo aus wir werfen können. Bringt uns aber nichts, oder? Oder ist hier was mit dem Baum? Nö. Ja, okay. Da kommen wir nicht rüber, ne? Ah, warte mal. Nein, nein. Wegstecken. Ich wollte das Netz. Nein! Mann! Ich wollte das Netz machen. Oh, schade. War ich zu langsam. Naja, egal. Weg damit. So. Von hier kann ich ja von hier eine Bombe reinwerfen. Das schaffe ich auch nicht, oder? Nee, das schaffe ich nicht. Okay, das ist Schwachsinn. Ich hab schon mal eine Kiste, die immer mit. Was ist denn da? Du hast einen Wüstengrashalm. Dieses Gras lässt sich vielleicht für etwas Nützliches verwenden. Ah, okay, bestimmt. Wissen noch nicht für was, aber für irgendwas gibt es bestimmt. Wüstengras kannst du in der Wüste Ranel oder andere Orten finden. Es rollt durch den Boden und kann für allerlei Dinge verwendet werden. Wenn du es siehst, fang es schnell mit einem Schmetterlingsnetz ein. Okay, vielleicht sollten wir doch. Ein Schmetterlingsnetz ein. Aber wie fange ich das denn mal? Okay, so. Gut. Nein! Ich hätte da oben raufspringen sollen, warte.
Pass auf. Na, das bringt uns nichts, ne? Aber da oben kann man eine Bombe reinwerfen, sehe ich gerade. Muss man die von hier drüben vielleicht reinwerfen? Oder kann ich sie auch von hier reinwerfen? Das testen wir mal aus. Nein. Das geht nicht. Okay, müssen wir von hier drüben reinwerfen, von dem anderen Gefängnissockel hier? Wahrscheinlich, ne? So. Testen wir. Könnte was werden, oder? Ja. Ein, siehst du? Hab ich auch schon gedacht, dass der da drin ist. Dann werfen wir gleich auf den nächsten rein. So, jetzt müsste sich das ja gleich alles verändern hier. Oh, sind wahrscheinlich richtige Gefangene drin, behaupte ich mal. Ja, oh, da deswegen, okay. Hilf mir bitte, hilf mir! Mach ich gerade. Nein! Yeah, wir haben sie befreit. Jetzt freut er sich bestimmt, oder? Na, was sagst du? Du hast mich gerettet. Ja, hab ich. Weil ich cool bin. Das war knapp. Beinahe hätten mich die Kerle unter Strom gesetzt. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der kommt von hier, ist da mein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dir dein Ding verbessern. Gib mal her. Oh, bitte. Cool, bitte. Du hast den Greifkäfer erhalten. Mit seinen größeren Zähnen kann er Items aufheben und tragen. Drücke ZL, um nach unten zu blicken und ein getragenes Item abzuwerfen. Jetzt kannst du mit dem Käfer greifen und festhalten. Pass auf dich auf. Cool. Okay, ich weiß auch, wofür wir es als erstes benutzen. Wird ein bisschen schwieriger? Probieren wir mal. Okay, so soll es nicht sein. Ja, warte. Er greift das jetzt und dann lassen wir es fallen, ne? Okay. Hä? Nochmal. Ah, ich hab doch drauf gedrückt. Ach so, dann neigt er sich jetzt nach unten. Nochmal. Aber muss erstmal üben. Muss auch erstmal klappen hier. Ach Mann, man kommt doch gleich gegen diesen Ast gegen. Behindert. So. Nochmal. Hä? Achso, warte mal. Wir müssen zurückziehen. Wir suchen uns da hinten einmal. Achso, so kann ich auch fliegen. Okay. So. Haben wir gut. Und jetzt den nächsten. Diese kleinen Wegbahnen hier. Ey, das ist gar nicht so schwer. Wenn man es erstmal drauf hat, dann weiß man, wie es geht. Also, wenn man es erstmal rausgefunden hat. Ja. Perfekt. Jetzt kommen wir auf jeden Fall den Weg längs, weil ich glaube, ich habe noch gar nicht hier alles untersucht, ne? Da können wir auch noch einen. Pass auf, die holen wir auch noch mal runter. Oder? Klar. Das ist schon lässig gemacht, muss ich sagen. Also, bin begeistert. Und lauf! Drüben war nichts, ne? Doch, auch einer. Jetzt warten. Man muss natürlich immer warten, bis es wieder aufgeladen ist, weil die Energie ja wirklich sauschnell weggeht hier. Okay, denen haben wir geholfen. Jetzt müssen wir es hier auch nochmal machen. Was gibt's denn hier? Hier kommen wir nur auf die andere Seite rüber. Gibt's da hinten noch einen anderen Weg? Also müssen wir mal schauen. Ah ne, hier ist nur Treibsand. Okay.
Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier durch. Gut, das machen wir jetzt. So, laufen wir erstmal zu dem hier. Und los. Ah. Okay. Und dann zu dem darüber. Okay, aufpassen, dass ich einen Blitz treffe. Also es war schon drüben. Kann ich das Item da drüben auch holen, mein Gerät? Aber ich komme da gar nicht rausgeflogen, oder? Naja, so schnell kann ich mich gar nicht drehen da. Okay, aber ich habe es trotzdem bekommen. Ach, das ist ja lässig. Okay, okay. Was ist mit den Vögeln da? Die sehen irgendwie nicht so friedlich aus. Müssen wir mal antesten. Will er mir einen Stein auf den Kopf werfen? Ist ja frech. Man kann die Käfer fangen. Also ich kann, klar, wusste ich schon vorher, aber natürlich lässig. Ah, nichts passiert. Was will der denn von mir bloß? Ich kann den Stein auf mich fallen lassen, okay. Jetzt ist die Frage, was ich mit ihm mache. Okay. Weiß ich nicht, was ich da machen soll. Müssen wir jetzt mal hier weitergehen. Okay, wir brauchen erstmal unseren Käfer. Na, ist er dumm. Okay, nochmal. Frage, wo es denn hin soll, ne? Kurz fast sagen. Wo bringe ich hier hin? Wo bringe ich hier hin? Ja, einen Vogel schießen? Das klappt also auch. Okay, aber das war nicht das, was wir machen wollten. Wir müssen irgendwas anderes machen. Es muss ja irgendwo so einen Zeitdiamant geben hier. Und den müssen wir einmal finden. Frage, wo er ist. Und den da mal auch noch packen. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber wir suchen mal. Ach, die tauchen einfach wieder auf irgendwann, ne? Das ist aber nicht, das macht jetzt ja nicht der Sinn der Sache hier. Nee, dann kommen die einfach wieder. Okay, das ist. Hier kommen wir nicht weiter. So. Komm
komme ich nicht weiter. Was mache ich denn jetzt? Okay, warte mal. Ich komme hier hoch, ne? Ich komme nicht ganz hoch. Ah. Ich kann hier auch nicht rüberlaufen, das ist das Problem. Oder doch, warte mal. Klappt das, wenn ich... Das probieren wir mal kurz. Klappt das, wenn ich die Bombe schieße und die Schnecke da liegen bleibt? So. Das kann ich doch theoretisch. Okay. Okay, 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 das geht auch. Na gut, dann machen wir das nochmal. Ich weiß, wo wir hin wollen. Da wollen wir hin, ne? So. Schicken wir nochmal gegen den Himmel. Hier können wir kurz graben. Was hier? Na? Oh, das ist ein guter. Hier wieder. Wir schicken jetzt den darüber nochmal. Okay, also schon eine nette Idee, sowas muss man sagen. Ja. Also wir haben schon immer gute Einwände, muss man sagen. Ne? Oh oh. Oh, das, aber, das war eine richtig enge Kiste. Super. So, jetzt hier einmal speichern. Na, wenn wir schon mal hier sind. Speichern wir. Okay. Was ist denn hier? Wenn es auch eine Lore war da, ne? Kannst du da hinten? Die uns was bringt, weiß ich nicht. Wir gehen mal da ganz hin. Das habe ich nicht bekommen. Okay. Schieben wir den mal hier runter. Soll er bestimmt auch, aber ich schiebe jetzt schon mal runter. Das ist halt okay. Kommen wir zurück. Ob wir das sollten oder nicht, weiß ich nicht. Aber warum sollte man sie sonst runterschieben können, wenn man es nicht machen soll? Das ist ja irgendwie falsch. Dann sparen wir uns vielleicht das eine Mal oder das andere Mal den Weg. Gucken wir mal. So, hier müssen wir wieder... Und wieder eine Bombe. Gehen wir los. Also wenn ich so viel Energie hat, so müssen wir müssen. Okay, der hätte auf die andere Seite sollen müssen. Na gut. Warte. Gefährlich, aber das Ding ja da. So. Was ist das denn? Ich weiß nicht darüber.
da hinten gelandet, was irgendwie blöd ist. Hier ist natürlich echt schwierig. Machen wir mal. Töten dürfen wir den nicht. Wir müssen den jetzt treiben lassen und dann da, oder darauf gehen und mit dem ein bisschen durch die Gegend eiern, damit er mit uns treibt, glaube ich. So, das versuchen wir jetzt mal. So, gucken wir, wie weit wir auch kommen mit dem Treiben. Zumindest zu der Insel sollten wir noch kommen. Hier rein, vielleicht? Okay. Oh, zwei Herzen. Das passt uns auch gerade ganz gut. Denn wir hatten ja nicht so viel, ne? Naja, hatten schon, aber nicht so viel, wie wir gerne hätten wollen, haben, Zeit. So, da können wir wieder speichern. Perfekt. Das tun wir dann auch gleich. So. Speichern erfolgreich, perfekt. So, also hier müssen wir irgendwie ein Zeit... Da oben ist so ein Zeitding. Ist die Frage, wie wir den platt machen können. Vielleicht einfach mit unserer Zwille. Perfekt. Nein. Oh, schon wieder. Die sind schon ein bisschen nervig. Kann man nicht anders sagen. Okay. Da können wir jetzt rüberfahren mit denen, oder? Anscheinend. Da drin ist aber auch noch irgendwas. Da ist keine... Da ist keine... Keine Gondel, ne? Okay. Kann ich einfach darüber balancieren? Kann man das? Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Okay, kann man nicht. Hab ich verstanden. Lass mich doch nicht mal gleich drauf gehen. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Obwohl die Idee dahinter eigentlich gar nicht so doof war von mir. Na ja, egal. So, hüpfen wir rein. Dann fahren wir. Das hört ja hier auf. Okay. Da oben ist noch so ein Stein. Aber wie krieg ich den denn? Kann ich aber hier nicht treffen. Oh, da kann ich mit meinen... Warte mal. Kann der Greifer das auch? Jetzt nochmal. Müsste er eigentlich, ne? Oder dagegen ballert? Ah, perfekt. Schau dir das an. Okay. Jetzt haben wir den da drüben. Jetzt kann von der Seite rüberkommen. Bringt mir ja gar nichts, sehe ich gerade. Dann ist der andere ja aus. Okay, warte mal kurz. Die können wir mal killen hier. Bringt mir nichts, ne? Kommen wir auch nicht durch. Warum ist da auch so ein Zeitding da oben drin? Wahrscheinlich, ne? Okay, dann müssen wir vielleicht den da hochschießen. Muss der irgendwie reinkommen? Kann ich dieses kleine Loch da fliegen? Nee, das kann ich nicht. Oder? Da fliegen wir kurz an einen Kreis hier. Da müssen wir hin, behaupte ich mal. Da können wir nicht rein, okay.
Gibt es da keinen? Oder kann man von innen reinfliegen? Und dann da hoch? Nee, aber wir können dagegen. Was immer das ist. Zumindest geht das Tor auf. Das ist natürlich nicht schlecht. Da oben, das sieht so aus, ob man da rein kann. Aber wenn ich nicht da rankomme, dann wird das so klein. Da können wir gar nicht rein, ne? Nee. Ich guck mal, ob es eine andere Öffnung noch gibt. Oder von oben, warte mal, nochmal zurück. Von oben eine Bombe reinwerfen, das macht bestimmt Sinn. Jetzt pass mal auf. Ganz oben ist doch bestimmt ein Loch. Und da kann man eine Bombe reinwerfen. Ah, was sag ich denn da? Ah, jetzt auch nicht so schwer, ne? Perfekt, die Gitter haben wir auch auf. Also wir können direkt reinhüpfen, ne? Los geht's. Ha, kann ich mal. Perfekt. Oh, da ist jemand. So, da ist auf jeden Fall jemand. Da oben ist auch noch irgendwas. Ich rede gleich mit ihm. Das ist ein Gorone, konnte ich schon sehen. Aber ich will noch mal kurz da hinten das Teil holen. Das machen wir mit der Zwille. Jetzt kommen wir da rüber. Ich will das Ding da oben noch zum Leuchten bringen. Wenn das möglich ist. Kann ich nicht, weil hier ist der Typ. Das ist ja blöd. Warte mal, kann ich den wieder ausstellen? Der Typ ist ja immer noch da, ne? Kann auch nicht loswerden, das ist das Problem. Na gut, gehen wir erstmal hier hin zu ihm und fragen ihn. Obwohl, das ist noch so eine Dings in der Wand. Die holen wir uns auch noch. Ja, blöd. Das muss doch irgendwie möglich sein, den da wegzubekommen, oder? Pass auf, wir schießen noch einmal die Zwille dagegen. Weil eigentlich muss man ja irgendwie versuchen, da hinzukommen. Wir kommen da nicht durch, wir können nicht reinschieben, weil er da ist. Und er kommt direkt hier nicht ran. Okay. Und können wir ihn wegsprengen? Geht das? Also das funktioniert. Oh. Nope. Okay. Ist doch komisch. Aber unser Wicket-Tier, kann der den aufsammeln? Das ist bestimmt nicht, ne? Das ist schwer, das Ding, oder? Macht keinen Sinn. Na gut, dann weiß ich gerade nicht, wie das geht. Aber wir können noch mal was anderes machen. Okay, da kommen wir nicht so richtig cool hin. Aber... Aha, siehst du? Ich hab mal gedacht, dass da irgendwas ist. Gut. Oh, fliegen wir da oben gegen. Sparen wir uns ein bisschen Munition. Fall daneben. Scheiße, diese Munition. Nein, soll ich wegpacken. Ja. Schlecht kann man dann zielen.
Jetzt müsste der doch weglaufen. Wir können das Ding da hinschieben. Zumindest. Behaupte ich mal. Er versteckt sich da vor irgendein. Oh Mann. Hilfe. Oh, danke, du hast mir geholfen. Dieser Tempel der Zeit, in diesem Ort befindet sich das Zeitportal, das die Göttin erschuf. Wir halten die Umgebung des Tempels sauber, zum Zeitportal gelangst du durch das Tor. Was meinst du? Du suchst einen anderen Weg? Nun, der Tempel der Zeit ist mit dem Renel-Steinwerk durch einen unterirdischen Gang verbunden. Das Steinwerk ist hier. Nanu, diese Karte hat Fehler. Ich repariere sie. Ach so, ja, okay. Der Renel-Steinwerk ist da vorne. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Übereinstimmung deiner Karte mit der derzeitigen Umgebung beträgt 35%. Der Unterschied ist beträchtlich. Ich schätze, dass die Einheit vorhin die Karte an das frühere Landschaftsbild angepasst hat. Das ist schlecht eigentlich, ne? Aber wir können dich hier mal vorschieben. So. Und dann? So. Jetzt mal rüber. So, ist die Frage, ob wir uns jetzt unser Schwert gleich schon hochmachen müssen. Hä? Hab ich schon gedacht, dass man das beim Vorbeifahren machen muss. Tschüss. Okay. Gut, was wir jetzt aber nicht gemacht haben, müssen wir zurück, ist mit dem Goronen zu reden, der da vorne stand. Der wird uns wahrscheinlich gleich sagen, dass wir gar nicht da durch können. Deswegen müssen wir diesen anderen Weg finden. Okay. Konnten wir nicht wissen. Aber gut zu wissen, dass es jetzt so ist. So, komm raus und laufen wir mal zu ihm hin. Wird er uns garantiert sagen. Der Weg ist versperrt. Oh, so trifft man sich wieder. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber hier trifft man wirklich an den verrücktesten Orten. Ach, hör mal, ich habe hier gerade die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Dies ist der Tempel der Zeit, ein sehr heiliger Ort. Und stell dir vor, an diesem Ort habe ich eine Bewohnerin der legendären Insel der Göttin gesehen. Ihre Kleider waren ganz so, wie sie die alten Schriften schildern. Wie ist mit einer anderen Person in den Tempel reingegangen? Ich wollte ihnen folgen, aber da gab es eine Explosion und das Resultat ist, ja, jetzt kommt hier keiner mehr durch. Und dabei wüsste ich zu gerne, was sie da gesucht haben. Wir kennen den anderen Weg. Dann gehen wir den noch. So, warte mal. Ist aber da oben noch so ein Ding, ne? Okay. Lass mal da hinflattern. Dann könnte man theoretisch einmal gucken, was da drüben noch so gibt. Man kann ja einfach mal darüber fliegen, weil es Sinn macht. Lass nochmal. Den haben wir schon gekillt. Das ist ganz gut. Oder warte mal. Ich würde behaupten, das ist nur eine Abkürzung. Genau, das ist nur eine Abkürzung. Da kommen wir nämlich eigentlich nur da hinten wieder hin. Und da gibt es ja gar nichts. Deswegen gehen wir erstmal durch den Tunnel hier. Und die Abkürzung, die wissen wir jetzt ja. Ja, Herzen. Den Vogel müssen wir, glaube ich, platt machen, sonst macht er uns platt. Boom! Gut. Ja, wir müssen gucken, wie wir laufen können hier. Und wie wir da rüber laufen. Auf jeden Fall auf den noch überlaufen.
Brücke. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Gebieter, du stehst auf Treibsand, ohne zu versinken. Ich will dir die Karte zu konsultieren. An dieser Stelle verlief einst eine Straße, die nun durch den Treibsand verdeckt wird. Es scheint, als könntest du hier laufen, ohne zu versinken. Ich empfehle, Signallichter auf die Karte zu setzen, um den Weg zu markieren. Ich empfehle, mehrere Signallichter zu setzen. Okay, 5 Stück haben wir. Also wir müssen hier längs, also wo müssen wir hin, die Frage. Wir sollen da hin, zu diesem X. Okay, dann können wir ja... Hier ist also eine Kreuz. Dann können wir hier hinlaufen. Dann können wir hier hinlaufen. Dann können wir da hinlaufen. Hier ist ein Signallicht und dann können wir direkt darüber zum anderen laufen. Warte, wo ist das nächste? Ich muss auf die Karte gucken. Bin da, so kann ich jetzt hier schon mal gerade auslaufen. Das war eben ein Weg. Okay, hier ist die andere Straße. Können wir da hinlaufen? Was ist das hier? Das ist die Frage. Können wir einfach mal hinsetzen. Nicht schlecht, aber hier ist es ja irgendwie anscheinend. Hier werden wir jetzt mal eine Bombe legen, damit wir wissen, ob es hier nicht irgendwas gibt. Ah. Und nehmen wir hier hinten hin, können wir das speichern auch. Genau. Habe ich mir schon gedacht, dass der da ist. Bevor wir das Ding, bevor wir es aktivieren, speichern wir einmal. So. Speichern. Perfekt. Und jetzt hauen wir da mal gegen und gucken, was hier passiert. So. Immer reden, was ist denn da? Wer bist du? Das ist der Hauptschalter zum Eingang des Renal-Stadtwerks. Nur eine bestimmte Kombination der drei Zeiger wird dieses Tor öffnen. Ja, wie ist es? Ich spüre lieber gegen etwas, das dem Hauptschalter ähnlich ist. Spüre es mit der Aurasuche auf. Okay. Gut. Wenn wir die finden, dann finden wir wahrscheinlich auch den Code, ne? Oder müssen wir kurz hier drüben. Okay, dann müssen wir der Aura suchen. Irgendwo da hinten ist es. Da hinten die Dinger. Okay. Das ist, glaube ich... Oh nein. Das wird dumm. Ich hätte mir vorher platt machen müssen. Aber da drüben ist das. Das heißt. So, warte mal. Den Vogel mal schnappen. Wir müssen da drüben rüber, aber wie kommen wir da rüber? Wir müssen wahrscheinlich die Wege gehen, ne? Unsere Karte? Nein, die Karte. Da sind wir. Wo bin ich hin? Ich gucke noch da. Okay, ich gucke noch da, also... Warte mal. Hier kann ich mal runter erstmal. Und da drüben liegt ja eine Bombe im Sand. Da kann ich auf jeden Fall auch nochmal hinlaufen. Kann nichts passieren. Wenn ich jetzt nach da gucke, dann hat er ja auch nochmal einen Weg. Da müssen wir aber nochmal einen Lichtpunkt setzen. Und zwar hier vielleicht? Da drüben, okay.
So, jetzt müssen wir gerade gucken. Oh, gut. Okay, pass auf, wir müssen die Bombe legen. Oh, ich glaube, wir fliegen hier weg, oder? Nee, direkt an der... Okay. Gut, hier muss ja irgendwo ein Zeiger sein, den müssen wir gleich finden. Gut. Die Frage, wahrscheinlich ist er nicht Aura-Suche anmacht. Ist genau da drin, okay. Muss eine Bombe reinwerfen. Da drin muss es sein. Da ist der Zeiger, okay. Du suchst die richtige Kombination, um in das Renalbewerk einzudringen. Du siehst komisch aus. Komische Kerlen verraten mir nichts. Pass den Mechanismus bloß nicht an und nicht hineinstechen. Ha! Und dann drehen. Achso, dann drücken. Okay. Nochmal. Okay. Gut, also das Symbol kann ich sehen, das ist gut. Da muss ich jetzt kein Foto von machen. Also, ne? So, nächste Aura-Suche. Da hinten irgendwo. Ich kann da hinlaufen, ne? Zu dem Punkt. Kann ich laufen? Oh, da muss ich jetzt. Warte, wo muss ich jetzt hin? In die Richtung eigentlich, ne? Okay, das kriegen wir hin. Erstmal dahin laufen. Okay, jetzt die Aura-Suche nochmal. Da oben irgendwo. Oder hinten irgendwo. Kann ich. Da mitten ins Feld rein, das ist natürlich schlecht. Jetzt müssen wir einmal außen rumlaufen. Oh, warte mal, ich bin doch gerade eben auch hochgekommen, oder nicht? Ah, komm mal. Denn? Achso, okay. Der Speicherpunkt. Ja, also den ersten Punkt haben wir und den nächsten finden wir beim nächsten Mal. Dann machen wir mich jetzt schon gleich wieder hier so eine kleine Pause. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Ich versuche die Videos ein bisschen kürzer zu machen. Ich finde immer über eine Stunde ist doch schon recht lang. Ich versuche mal so auf 30 Minuten zu kommen. Jetzt sind wir wieder bei 43, habe ich gesehen. Aber beim nächsten Mal mache ich es kürzer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.